après-midi, messieurs, dames, c'est Dernier Cercle de la Chorale Profane. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Und weil ich hier bis zum ersten Mai keine Musik machen darf, habe ich Fayard les Indispensables de la Musique. Ja, das habe ich beim letzten Mal. Nehmen wir mal das zur Renaissance-Musik an die Seite gelegt und wende mich der alten französischen Geschichte zu, also der nicht ganz so alten, aber doch alten. Es geht um La France de la Révolution et de l'Empire Quadriche Manuel. Was ist das? Das Schöne an dem Buch ist, es kommt aus dem alten Montpellier und die Adresse Premier Rue du Docteur Sauvé aus Mayenne, das ist der neue Name der Stadt, ist schon altfranzösisch und auf der Hauswand steht auch, dass man das als Premier Rue du Docteur Sauvé aussprechen muss. Das freut mich an diesem Buch. Und ja, es kommt von der Sorbonne und das Französisch ist so das Ganze hat zum Beispiel keine Kapitel, sondern wir sollen in Lektionen lernen. Die sind nicht auf richtigem Französisch durchnummeriert und schon über so ein paar Sachen gestolpert, die mir leider wirklich sofort ins Auge gefallen. So, es geht in La France de la Révolution et de l'Empire um l'Ancien Régime und es geht um le Gouvernement. Mein Französisch ist so ein bisschen eingerostet. Ich lese erstmal in Ruhe den Text. Und werde ihn dann auch irgendwann zusammenfassen in einer der folgenden Folgen. Ich werde es noch nicht übersetzen. Dafür bräuchte ich auch mein einsprachiges Wörterbuch aus dem Keller, das liegt da unten, das habe ich noch nicht hervorgeholt. Ja. Le gouvernement, la centralisation et la règle. Tout est décidé par le roi assisté de ministres et de conseils. Les ministres sont le chancelier, responsable de la justice et qui préside le conseil en l'absence du roi. En briquet, il est digracié et il, en briquet, s'il est digracié, jetzt verstehe ich das auch, il est remplacé par un garde des Sceaux. Und jetzt. Also wenn er nicht da ist, wird er ersetzt. Das steht hier in Klammern. Le contrôleur général des finances, qui a toute la vie économique du royaume sous sa responsabilité. Les quatre secrétaires d'État, Maison du roi, Affaires étrangères, Guerre et Marine, dont les attributions sont en réalité très enchevêtrées. Wow. So. Die Minister des Königs sind der Kanzler, der für die Justiz verantwortlich ist und dem Conseil in Abwesenheit des Königs vorsitzt, der Generalkontrolleur der Finanzen und die vier Staatssekretäre, les quatre secrétaires d'État, das ist Maison du Roi, Haus des Königs, Affaires étrangères, Außen,
Angelegenheiten, Guerre et Marine und dann noch Krieg und Seefahrt. So, weiter. Le roi réunit des conseils, le conseil d'État ou conseil d'en haut qui débat de toutes les grandes affaires politiques. Le conseil des finances qui a autorité sur les problèmes financiers, le conseil de dépêche qui examine les rapports des ententes et enfin le conseil des parties, tribunal suprême en matière de contentieux administratifs. C'est le roi qui a le dernier mot. Also es gibt hier le conseil Beratungsgremien, die den König assistieren, le roi, par le roi assisté de ministre et du conseil, wie gesagt, die unterstützen den. Und es sind verschiedene. Und das Wichtige ist hier der letzte Satz: C'est le roi qui a le dernier mot. Der König entscheidet zum Schluss, gerade in Angelegenheiten, die dieses Beratungsgremium, dieses Conseil betreffen. So, weiter im Text. Dann höre ich wahrscheinlich sogar schon auf. Wo ist ungefähr die Hälfte? Ich glaube, ich höre nach dem nächsten Abschnitt auf. Ich mache da zwei Folgen draus aus dem Gouvernement. La France est divisée en 40 gouvernements. La plupart correspondent à d'anciennes provinces, mais certains sont réduits à une place forte. Choisis dans la haute noblesse, les gouverneurs n'ont pas de pouvoir et sont consignés à Versailles. Gut. Frankreich ist in 40 Gouvernements unterteilt, die oft den alten Provinzen entsprechen. Und die Gouverneure haben wegen ihrer hohen Vornehmheit choisi dans la haute noblesse, also direkt von guter Abstammung, haben die keine Gewalt, sondern werden nach Versailles geschickt, die Gouverneure. So, damit hört es auch schon auf. Ich habe momentan Probleme damit, die Folgen hochzuladen. Deshalb will ich die nicht so lang machen. Die Internetverbindung ist schlecht. Ich kann ein bisschen mehr am Stück erzählen, wenn das besser wird. So, tschüss.